Bevor das eigentliche Video startet, wollte ich euch einmal etwas zeigen. Und zwar könnt ihr ab sofort, beziehungsweise schon seit längerer Zeit, durch Straw Polls mitbestimmen, was auf dem Kanal White Dragon LP zu sehen ist. Nämlich habe ich eine Abstimmung gestartet, wo ihr, die Zuschauer, bestimmen könnt. Was wollt ihr sehen? Hier sind verschiedene Spiele aufgelistet, die wir besitzen, aka ich. Manche Spiele besitze ich davon nicht, die wird dann der liebe Leon, der zweite von The Tour Operators für mich aufnehmen und uns zur Verfügung stellen. Also wirklich alles, was hier drauf steht, ist vorhanden und kann aufgenommen werden. Und dann einfach hier eins aussuchen oder mehrere. Ich weiß nicht, ob mehrere gehen. Auf jeden Fall anklicken, diesen Haken reinmachen und auf Vote klicken. Und dann seht ihr auch schon die Ergebnisse. Und jetzt noch eine kleine Info. Wie kommt ihr dahin? Einfach in die Videobeschreibung gehen. Für die Leute, die vielleicht die Videobeschreibung nicht anschauen. Dort ist er verlinkt unter Was Neues und da ist ebenfalls das Warpoint zu finden oder über diesen Link. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung. Heute möchte ich euch den Mercy Ferguson 8700er Reihe vorstellen, also die 8700er Reihe. 340 Donuts heute sowie 1039 Donuts gesamt, keine Kommentare. Motorvarianten 8200. 78, 27, 221 kW, 300 PS. 78, 32, 257 kW, 350 PS. 78, 37, 294 kW, 400 PS. Features bei Fahrern möglich. Animierte Armaturen beleuchtet. Ambiente Beleuchtung und apatives Kurvenlicht. Also Kurvenlicht, gut. Eine Änderung Version 1.0.0.1. So, kommen wir zu den 11 Bildern, die wir uns einmal kurz anschauen werden, um schon mal einen groben Überblick darüber zu bekommen. Was wir hier sehen, was uns hier erwartet. Jawohl, das sieht auch schon mal gut aus. Ja, keine Videos vorhanden, Credits, ein Mix aus Giants und 2-3 Modern. Und die Datei ist 18,1 MB groß. Wir haben 4,38 Sterne nach 6 Stimmen. So wie bedankt wurde sich 10 Mal, der Mod wird 6 Mal beobachtet und der User einmal. Und in dem Sinne, Leute, würde ich sagen, schauen wir uns den ganzen Mod einmal in-game an und schauen, was er kann oder auch nicht kann. Bis gleich. Im Teil, jetzt werden wir den ganzen Mod einmal auf Herz und Nieren testen. Und wir befinden uns jetzt in-game logischerweise. Unter der Kategorie Traktoren ist er zu finden, dass es sich um einen Traktor handelt. So, wo haben wir denn hier den Achter? Wo ist er denn? Das ist der 660er. Hier 8.700 für 249.000 Euro einmalige Anschaffungskosten sowie 360 Euro pro Tag. Ebenfalls haben wir 221 kW, 300 PS, 630 Liter Tank und 50 km/h. Wir haben natürlich auch die Möglichkeiten bei Optionen und Erweiterungen einmal für 50.000 auf 400 PS abzugraden, schon eine Menge. Dann für 25.000 auf 350 PS und für 300 standardmäßig. So, wir wollen natürlich den stärksten für 50.000 extra. Und hier können wir natürlich noch bei den Radsetups Zwillingsbereifung, Breitreifen, Radgewichte und Standard nehmen. Wir nehmen einfach mal Breitreifen und kaufen uns den einmal. Ihr habt gesehen, jede Menge verfügbar. So, wenn wir jetzt halt allgemein ein paar Sachen ändern, kommen wir auf 301 für 340.000. Nein, 341.000, wie auch immer. Sorry dafür. Oder für 24.112 Euro können wir ihn mieten. So. Hier steht das gute Stück. Und was fällt dann auf? Ist auf jeden Fall ein Brecher. Ein richtig großes Gerät ist das hier. Was uns hier. Aber von der Textur her sieht es auf jeden Fall mega nice aus. Schauen wir mal im Innenraum. Was haben wir für Funktionen? Wir haben die Möglichkeit, das Licht anzumachen, logischerweise. Einmal F, zweimal F. 3x F, 4x F. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Dann haben wir natürlich die Rundumleuchten. Ich kam gerade nicht drauf. Hupe funktioniert ebenfalls. Sonst haben wir aber erstmal keine Funktion. Und was ich cool finde, ist, dass der Innenraum animiert ist. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Genau, das ist ja wunderbar. So. Allerdings, ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich
dachte, ich habe jetzt was übersehen, aber fahren, kommen wir einfach mal zum groben Fahrtest erstmal. Wie das Fahrverhalten denn so ist. Tachos sind auch hier animiert. Das finde ich soweit sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Mod einfach mal an, was er kann, indem wir hier einen schönen Big Buddy 900 dranhängen. Weil so ein großer Trecker muss den ja ohne Probleme ziehen können. Deswegen fahren wir mal zum Hof, machen den Big Buddy 900 voll und schauen, ob er ihn ebenfalls mit 52 ohne Probleme zieht halt. Dementsprechend. So, das Fahrverhalten finde ich wie gesagt sehr gut von der Mod. Also ich kann euch den Mod bis jetzt eigentlich ohne Kompromisse empfehlen. Und ja. Ja, sorry für die ganzen Versprecher meinerseits. So. Jetzt fahren wir schnell zum Hof. Das ist natürlich kein weiter Weg. Und ja. Machen da den ganzen Big Buddy mal voll. Jetzt fahren wir mal rein. Machen wir mal Sojabohnen. Wieso nicht? Mal was anderes. Ein paar Sojabohnen. Big Buddy 900 geht natürlich recht schnell voll im Silo. Sieht man ja ohne Probleme. Geht relativ schnell. Das Silo ist voll genug dafür. Und ja. Dann machen wir mal hart aus, ne? Nervt ein bisschen. So. Das ist ja auch gleich schon voll. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das Fahrverhalten dementsprechend verändert. So, jetzt ist der Mod voll, beziehungsweise der Hänger. Und ihr seht, er zieht das natürlich noch ohne Probleme, nur dass er halt ein bisschen länger drauf braucht, bis er auf Touren kommt. Aber sonst ist das Fahrverhalten immer noch sehr solide. Gefällt mir wirklich gut, das Fahrverhalten. Also an sich ein super Mod. Kann ich euch nur empfehlen. Der Link zum Downloaden des Mods ist in der Videobeschreibung. Runterladen, ins Spiel reinmachen und viele Spielstunden mit dem Mod verbringen. In dem Sinne würde ich sagen, das war es eigentlich auch schon wieder von der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns in einer nächsten Mod-Vorstellung wieder oder in einem weiteren neuen Video. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao. So, stopp. Bevor. Ich brauche noch ein schönes Bild zum Abschluss. Jetzt. Ciao, Leute.